Hallo und willkommen zurück zu Hearts of Iron 3 zu einer weiteren Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wie immer lasse ich im Hintergrund dann ein bisschen Musik laufen und wir fangen mal an, unseren Spielstand zu laden. Ja, unsere Kampagne YouTube. Wir sind im 6.6. kam der Chef des Generalbüros und ja, hat mir eröffnet, dass unsere gesamte Militärstrategie nochmal. Jawohl. Und dann sind wir jetzt auch wieder zurück. Und zwar war ja im Prinzip unser Plan. Schauen wir mal, welchen wir jetzt haben. Die Operation Fisch am Haken. Ne, der unvermeidbare Krieg, genau. Die wollen wir jetzt mal sehen. Das war ja prinzipiell unser Plan. Sprich, hier patrouillieren, hier rüber gehen und dann hier die Invasion starten. Leider haben wir die Rechnung ohne den Kollegen Japaner gemacht, was unterm Strich leider heißt. Ja, es besteht die Möglichkeit, dass der Japaner uns angreift. Das würde unsere gesamte Strategie, über unsere gesamte Militärstrategie über den Haufen werfen. Und es kann sein, dass er uns Ende 1941 historisch angreift und dass wir dann im Krieg mit der Axis sind. Das kann sein, muss nicht sein, kann aber sein. Und für diesen Notfall brauchen wir eine Strategie. Und diese Strategie heißt im Prinzip alleine einen Weltkrieg anfangen. Und zwar werde ich, falls dies in Kraft treten sollte, ja, werde ich Japan erobern. Ich werde euch das mal kurz nochmal zeigen, indem ich den. Genau, Notfallplan Sushi. Und der heißt im Prinzip, nach einem Angriff des Japaners werden gewisse Flottenkontingente verlegt. Und zwar einerseits, nee, das muss ein bisschen dicker sein, einerseits natürlich von Pearl Harbor wird das dann hier runter verlegt und hauptsächlich dann hier hoch. Und von Guam aus werde ich natürlich auch operieren. Prinzipiell gilt natürlich, dass ich dann versuchen werde, ja, Prinzip alles hier, was zur See ist, werde ich ausschalten vom Japaner. Werde eine Schiffsverbotszone machen. Hier sind natürlich dann meine Flotten überall verteilt. Die werde ich jetzt, glaube ich, mal löschen, weil das bringt ja nichts. Genau, jedenfalls ist das dann die erste Phase. Sprich, alles, was dem Japaner hier gehört, anzugreifen. Nebenher noch mit meinem neu gegründeten US Marine Corps die paar Inseln vom Japaner. Das war jetzt Fail. Die paar Inseln, das war auch Fail. Ein bisschen näher ran. Die paar Inseln einzunehmen. Die Siegpunkte sind, ich zeichne jetzt nicht alle ein. Ich mache einfach mal hier einen großen Pfeil darunter. Ihr wisst, was ich meine. Ich werde auf jeden Fall dann diese ganzen Inseln einnehmen. Und da werde ich dann später auch noch einzeichnen, welche das sind, welche ich brauche. Und dann, wenn hier wirklich eine Schiffsverbotszone ist, das werden wir jetzt mal machen. Eine Schiffsverbotszone. Und das gilt natürlich nur für, kann man das ein bisschen größer machen? Egal, das werden wir jetzt mal hier, da außen hin. Ihr wisst, was ich dann meine. Kann man das ein bisschen größer machen? Geht's nicht ein bisschen größer? Das ist ein bisschen arg klein. Ne, geht nicht, egal. Schiffsverbotszone. Und wenn die japanische Marine zur See geschlagen ist, dann beginnt die Operation Sushi. Die werde ich jetzt grob schematisch einzeichnen. Und zwar diese zwei Landungswellen. Beziehungsweise eigentlich drei Landungswellen. Und dann stoßen die natürlich hier vor. Beziehungsweise wir machen das mal ein bisschen kleiner. Stoßen hier vor und hier, beziehungsweise hier. Das ist im Prinzip, was ich dann vorhab. Das werde ich speichern. Und das Ganze ist im Prinzip nur wird einfach vorgeschoben vor alles andere. Ich werde dann quasi gegen die Achse kämpfen und gegen die Alliierten. Ich werde im Prinzip gegen die ganze Welt kämpfen. Das ist im Prinzip so mein Plan. Ich werde nicht den Alliierten beitreten. Ich werde, nachdem Japan gefallen ist, Großbritannien erobern und von Großbritannien aus dann Deutschland angreifen. Und wenn das gelingt und ich noch Zeit habe, werde ich den Russen angreifen. Ja, das ist quasi so mein Plan. Ja, währenddessen wird natürlich ein US Marine Corps aufgebaut.
Wir schauen mal gerade, wo haben wir denn eine Armee? Unsere erste Armee besteht momentan aus dem 1. Infanteriekorps, dem 2. Infanteriekorps und den Special Forces. Ja, das ist im Prinzip in Ordnung bisher. Das ist okay. Das sind 131.000 Mann. Sehr schön. Wir haben Kommando Atlantik, US Army, Kommando Pazifik und das 3. Infanteriekorps. Das kommt in die 1. Armee. Und dann die Special Forces nochmal neu eingliedern. Und damit haben wir jetzt hier im Prinzip schon eine kleine Armee. Da wird dann noch was, was wird denn gerade produziert? Gar nicht so viel. Ein mechanisiertes Korps wird produziert. Das kommt dann noch rein. Perfekt. Wir brauchen hier nicht so viel Verstärkung. Das passt. Nachschub passt auch. Produktion reicht. Verzeihung. Ja, dann würde ich sagen, San Francisco Alba, das können wir abbrechen. Wie geht denn das? Deshalb müssen wir auf Diplomatie. Ja, das machen wir einfach so. Obwohl, doch, das müsste eigentlich gehen. Die müssen ja schon... Jawohl, Japan, Laienpacht beenden. Wir haben Beziehung von 10. Wenn wir das machen, haben wir immer noch 10. Wir werden langsam wieder ein bisschen schneller machen. Und ja, im Prinzip, was steht dem Kommando Pazifik bisher zur Verfügung? Einmal die 2. Trägerflotte, die 3. Trägerflotte, die 1. Trägerflotte, die 2. Trägerflotte und die 3. Schlachtschiffflotte. Ja, ich werde definitiv noch ein paar andere zu Hilfe ziehen. Vielleicht nicht unbedingt das, was hier ist. Als die 3. Trägerflotte und die 1. Schlachtschiffflotte. Die bleiben da. Aber eins vom, was haben wir hier? Kampfflotte Aufbau, das brauche ich noch nicht. Ist sie schon fertig? 13, die ist fertig. Dann ist das jetzt die 1. Kampfflotte. Die ist jetzt schon fertig, jawohl. Und die wird dem Kommando Pazifik eingegliedert. Kommando Pazifik. Und die wird dann verlegt nach nach Guam. Genau, umstationieren. Und dann haben wir jetzt im Prinzip, schauen wir mal, wie sieht es mit Guam aus. Da Guam werden 10 hingefrachtet, das ist in Ordnung. Perfekt. Wie sieht es denn aus? Was produzieren wir jetzt? Wir produzieren noch diese Division und ein paar Naval Bomber. Stukas, beziehungsweise was sind das mit Amerikanern, irgendwelche Jagdbomber oder so. Und dann hier noch anderes Zeug. Das passt soweit. Okay. Wir haben was fertiggestellt und zwar die Dive Bombing Division, so heißt das dann. Hat aber auch nichts mit Tauchen zu tun, denke ich mal. Die kommt jetzt erstmal hier nach Dings, nach Los Angeles. Und diplomatischer Einfluss, ja, das ist mir eigentlich scheißegal. Das wird umbenannt in erstes Jagd-Bomber-Kommando. Genau, Anführer haben wir da noch einen guten. Und zwar bräuchten wir da einen Panzerknacker. Jawohl, das bekommt jetzt auch einen super geilen sozusagen. Und bei Technologie können wir nochmal alles durchschauen. Wir tun Tekken die Kavallerie. Leicht berittene, das passt. Kavallerie komplett, tacken wir, jawohl. Infanterie komplett, das passt. Die Angriffswaffen tacken wir, jawohl. 37 von 37, machen wir hier 37. Alles andere geht in Spionage. Und eins in Offiziere, das ist in Ordnung, das kann man so lassen. Arktische Kriegsführung haben wir schon. Amphibische wird getaggt, jawohl. Panzer, da wird leichte Panzer durchgehend. Ich würde aber auch gerne mittlere Panzer noch gern freischalten. Genau. Das geht ja hoffentlich ganz schnell. Artillerie Pack wird getaggt. Das ist alles ganz gut. Bei Geleitschiffen wird nichts getaggt, außer die Radar. Das ist auch in Ordnung. Hier auch Radar, sehr schön. Dann Bomber wird durchgehend viel getaggt, das ist schön. Lufttorpedos passt alles und bei Jäger wird auch alles getaggt, das ist gut. Modernes Flugzeugdesign, das können wir auch noch mit reinnehmen. Das ist ja dann einfach fertig. Bei Industrie wird getaggt Landwirtschaft und Bildung, sehr schön. Das andere ist zu vernachlässigen, das brauchen wir nicht. Theorie, das lasse ich jetzt auch mal weg. Landdoktrin wird hier Infanteriekriegsführung, Massenangriff, Einsatzorganisation und Spezialeinheiten. Das ist in Ordnung. Das brauche ich noch nicht. Und ja, zur See
Da habe ich jetzt halt noch nichts. Und Luft auch nichts. Das kommt dann alles noch. Dann schauen wir mal bei Diplomatie, wie es denn da aussieht. Massenangriff verbessert, sehr schön. Leichte Panzerkanone verbessert, sehr schön. Das ist alles in Ordnung soweit. Und dann schauen wir bei Diplomatie. Wir können beitreten, 37,4,04 haben wir. Und beitreten können wir erst unter 25. Wie sieht's aus? Können wir hier irgendwas machen? Nein. Handelsabkommen. Oh, Deutschland, das wollte ich, genau das wollte ich. Wir geben ihnen, jawohl, wir geben ihnen seltene Materialien, das passt, da haben wir ja genug. Plus 82, das ist echt lächerlich. Und damit sind unsere Beziehungen mit Deutschland 132, das ist gut. Ich weiß nicht, inwiefern sich das auswirkt, ob der Japaner uns angreift, das weiß ich nicht. Die Frage ist, will der Japaner irgendwas von uns? Ich glaube nicht. Können wir was kaufen von dem? Beziehungen bei 10, das ist, ja, es gibt Schlimmeres, also, puh. Naja, ich glaube, das wird nichts. Nein, das wird nichts. Dann lassen wir den Japaner halt mal beleidigt sein. Ist mir jetzt im Prinzip dann auch egal, dann machen wir hier wirklich mal ein bisschen schneller. Oh, und es ist noch was fertiggestellt. Und zwar die zweite Diving noch irgendwas Division, das ist gut. Die kommt dann hier. Dahin. Und das wird dann zusammengelegt zum ersten Jagdbomberkommando. Inzwischen schon zwei. Kass, was immer das heißen soll. Dann machen wir ein bisschen schneller. Und dann schauen wir. Ich könnte eigentlich diese Diving Division fertig machen. Ja, im Prinzip möchte ich eigentlich, dass erstmal meine Flugzeuge fertig sind. Das andere ist mir dann im Prinzip egal. Das wird es halt nicht mit vollem Tempo getaggt, das ist aber nicht so wichtig. Argentinien möchte ich eigentlich nichts zu tun haben mit denen. Wie sieht's Produktion? Ist denn was? Nachschub brauchen wir ein bisschen mehr. Nachschub brauchen wir auch ein bisschen mehr, das ist logisch. Wir haben jetzt auch was getaggt. Infanteriekriegsführung und Spezialeinheiten und Landwirtschaft. Das heißt Landwirtschaft. Unterm Strich pro Monat 19. Wie sieht's aus, wenn wir jetzt mobilisieren? Brauchen wir 141. Das heißt, ich darf jetzt nicht mehr besonders viele. Das ist fertig. Also, ich darf jetzt nicht mehr besonders viele Einheiten ausbilden. Ah, das geht ja relativ schnell alles hier. Und damit haben wir auch bald unser erstes Jagdbomberkommando. Das wird übrigens der US Army unterstellt. Dann hat die US Army jetzt die erste Armeegruppe, erstes Jägerkommando, erstes Bomberkommando und erstes Jagdbomberkommando. Und damit sind wir alle glücklich. ja, dann haben wir, machen wir das mal weg. Bei Produktion läuft es vermutlich, ja gut, die läuft jetzt auch mit 63%, das ist in Ordnung. Das kann man ab und zu noch ein bisschen ausgleichen, indem man das ein bisschen, die Prioritäten einfach ein bisschen verändert. Was haben wir jetzt fertiggestellt? Diplomatischer Einfluss, das juckt mich eigentlich nicht. Ich bin leider der Auffassung, dass es vermutlich sowieso auf einen allumfassenden Weltkrieg rausläuft, weil der Japaner, ich traue dem irgendwie nicht so ganz. Denn es gab in den letzten Wochen mehrere Übergriffe auf US-amerikanische Bürger in Japan. Außerdem hat unser Geheimdienst berichtet, dass der japanische Kaiser in Anwesenheit einiger hochrangiger Generäle in ausgelassener Atmosphäre geäußert haben, was denn wäre, wenn man Amerika angreift. Und die Generäle hätten gelacht, angeheitert wären die gewesen, hätten gesagt, das wäre kein Problem. Damit kann es sein, dass der Japaner irgendwie, ich weiß auch nicht, dass der uns angreifen will? Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht ist es so dumm, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, jetzt habe ich hier auch einen Fehler gemacht in meiner Produktion. Ich möchte nämlich das hier fertig haben. Und ja, das wird jetzt auch fertiggestellt. Das hier kann nach unten, das ist okay. Dann wird das jetzt wieder voll gebaut. Diplomatischer Einfluss, Finnland mobilisiert. Okay, dann gibt es bald den Winterkrieg. Das ist in Ordnung. Wir haben hier jetzt die ersten US Patrolling Bombing. Sprich, Marinejäger wird hoffentlich aufsprungen, das gibt mehr IK. Die werden auch gleich weiter verschifft sozusagen. Die können wir auch irgendwo hier. Halt, Sacramento. Jawohl. Wie nenne ich diese Kollegen? Die nenne ich jetzt einfach mal
Die ersten Marinebomber, ganz klassisch. Ersten Marinebomber, die bekommen einen Flottenzerstörer, aber klar doch. Und die werden auch gleich an die Front verlegt. Also es gibt noch keine Front, aber da wo die Front als erstes sein wird, und zwar hier nach Guam. Ja, das sind auch schon japanische Schiffe. Ich möchte jetzt mal kurz Ausschau halten, was wir denn jetzt vor Ort haben. Wir haben die erste Trägerflotte. Wir haben die erste Kampfflotte, sehr schön. Die übrigens auch besteht aus zwei Trägern, einem Schlachtschiff und einem Geleitflugzeugträger. Und die ist richtig hardcore. Die dritte Schlachtschiffflotte, okay, das sind im Prinzip drei Flotten. Das muss reichen. Ob das auch reichen wird, weiß ich nicht. Wir haben jetzt bei nationalen Entscheidungen, haben wir was? Unbefristeter Staatsnotstand. Sehr schön. Wir sind aber nicht im Krieg, wenn ich das richtig sehe. Moment, sind wir im Krieg? USA, Ausrichtung an Achse. Verbündet mit Philippinen. Nein, wir haben keinen Krieg. Und verliert minus 5 an Neutralität. Ja, 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 ja. Erwartungen der Nation bis 20. Mai, IK plus 10, Mannstärke plus 10, das machen wir doch mal. Wir haben jetzt den unbefristeten Staatsnotstand. Ich habe heute Nacht bekannt gegeben, dass ein unbefristeter Staatsnotstand existiert und die Stärkung unserer Verteidigung bis zum Äußersten unserer nationalen Macht und Autorität erfordert. Das klingt doch mal nach schöner, zuversichtlicher Kriegsführung der alten Schule. Wir haben 390 Industriekapazität. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr oder weniger ist. Ist mir auch im Prinzip egal. Ja. Das lasse ich alles. Nachschub, das passt soweit. Konsumgüter lasse ich auch so. Das hier kann man auf 0 setzen. Dann habe ich jetzt auch ziemlich viel. Das Einzige, was nicht gebaut wird, sind die Marine Bomber. Die werde ich aber als erste Priorität nach umsetzen, weil ich die definitiv am meisten brauche. Dann machen wir hier ein bisschen schneller wieder. Und wir bekommen jetzt Mannstärke. Ja, wir sehen es. Plus 21 pro Monat. Das ist extrem nice. Würde ich fast schon mal behaupten. Und wir gehen einfach jetzt mal aufs Ganze bei Technologie. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem... Ah, ich habe jetzt hier irgendwie... Moment mal. Ich habe doch hier 37 mal gehabt. Ich will 37... Ich will, dass das 37 sind. Ich will, dass hier 37 sind. Das war doch vorhin schon so. Wenn wir sehen. So, jetzt. Hier wollte ich 37. Wieso geht das nicht? Habe ich jetzt weniger? Forschungseffizienz minus 5%. Irgendwas fehlt mir jetzt hier, weil ich habe jetzt weniger zur Verfügung, als ich eigentlich gern hätte. Das finde ich jetzt nicht so nett. Das heißt, es werden jetzt drei Sachen nicht getaggt, okay. Was mich interessieren wird, mittlere Panzerbrigade und modernes Flugzeugdesign, die sind auch bald fertig. Irgendwann Mitte, Ende 1940, das passt. Wieso habe ich jetzt nur noch 35? Das verstehe ich nicht. Ich hatte doch vorhin, habe ich noch 37 in Forschung. Ah, nee, das war Bedarf. Ah. Alles klar, dann passt's ja. Aber ich werde das alles in Forschung stecken, das ist in Ordnung. Das passt auch, dann machen wir mal hier das Lock wieder auf. Brauche ich nicht. Deutschland hat Norwegen den Krieg erklärt. Dann schauen wir mal, wie das aussieht in Norwegen. Ob es da schon was gibt, da tut sich nichts. Angriffswaffen verbessert, sehr schön. Also Pioniere. Ich werde auch nachher mal ein paar Pionierbrigaden bauen. Und die Frage ist natürlich jetzt, was ist jetzt mit dem Deutschen? Was wird er machen? Der wird Norwegen irgendwann angreifen, aber noch nicht jetzt. Und das ist in Ordnung. Tschechien möchte was und zahlt uns was, das ist in Ordnung. Die kriegen von mir aus ein bisschen was, ein bisschen Technik am motorisches Flugzeug verbessert. Sehr schön. Und wir haben auch Fall Singapurs, okay. Einsatz von leichten Bomben verbessert, kleiner Treibstofftank verbessert und Flugwerk für Dingsbums. Das heißt, wir brauchen jetzt Upgrades ein bisschen mehr. Das ist mir aber auch wichtig. Ja, wir haben jetzt eine Neutralität von 31 und wir brauchen nicht mehr viel, wenn wir jetzt dann die Deutschen, wir brauchen unter 25 und Tag der Schande, USA verliert minus 50 an Neutralität, das brauchen wir, was brauchen wir dafür? USA ist im Krieg, also wir müssen irgendjemand den Krieg erklären, kann ich ein bisschen schummeln, Pakt unterzeichnet, okay,
Ich werde einfach mal aus spaßeshalber Deutschland eine Garantie, wenn das schon geht. Geht denn das? Geht das nicht Garantie? Ah, unabhängig Garantie von den USA, das bringt wahrscheinlich nicht viel. Wer wird denn bald wem den Krieg erklären? Italien ist schon Achsenmitglied, okay. Verdammt. Norwegen, nee, das bringt glaube ich jetzt nichts. Kann ich Kanada den Krieg erklären? Nein, geht nicht. Also nach wie vor ist das Beste, wenn ich der Achse beitrete, da brauche ich im Prinzip, muss ich irgendjemand den Krieg erklären. Das sollte aber nicht der Japaner sein. Wie sieht es ein Japaner aus? Kann ich dem den Krieg erklären? Aber das wollte ich auch nicht. Ja, okay, das ist schon, das sieht schon besser aus. Ich werde einfach mal ein Handelsabkommen nochmal versuchen, ob das irgendwie funktioniert. Nein, das sieht nicht so aus. Da oben ist auch nichts dabei. Der Japaner stellt sich jetzt irgendwie stur. Das ist natürlich suboptimal. Öl will er keins, Metall will er keins und Energie. Oh, sehr wahrscheinlich, sehr schön. Das reicht eigentlich, wenn wir da eins machen. Dann haben wir ein bisschen zumindest die Handelsbeziehungen wieder gepusht. Jawohl. Ich hoffe einfach, dass ich damit den Krieg rauszögern kann, so lange, bis ich der Achse beitrete. Also das ist meine Hoffnung ein bisschen. Das natürlich funktioniert, ist die andere Frage. Das weiß ich nicht. Da ein bisschen schneller wieder. Machen wir mal kurze Pause, bis meine FPS sich wieder eingependelt haben. Okay, das müsste jetzt eigentlich passen. Wie sieht's aus? Im August bzw. September ist dann die Leichtpanzerdivision ist da fertig. Upgrades brauchen wir ein bisschen mehr. Leicht berittene Artillerie verbessert. Wie sieht's denn da jetzt aus? Wir brauchen hier höher als 3. Das heißt, 4 haben wir. Das können wir abbrechen dann. Dann wird auch wieder ein bisschen was frei. Das hört man gerne. Ja, Schweden interessiert mich nicht. Sowjetunion hat die Mobilmachung angekündigt. Präsident versucht nicht länger uns zu beeinflussen. Das ist schön. Verlieren wir beim Mobilisieren eigentlich was? Nee, ich glaube nicht. Deutschland handeln. Wir geben ihnen selten Materialien. Jawohl, mittlere Treibstofftank verbessert. Flugwerk verbessert, mittlere Bomberpraxis verbessert, sehr schön. Da brauchen wir vermutlich noch ein bisschen. Oh ja, jetzt wird dann groß alles geupgradet mit dem Flugzeugdesign. Kavallerie, Infanteriewaffen, Artillerie verbessert, Pack verbessert. Das heißt, wir können das hier auch abbrechen. Und wir haben jetzt 36, also wir können jetzt jedes Projekt forschen. Das einzige ist, die Pack wird es nur mit, ich weiß nicht, halt nicht mit voller Geschwindigkeit getaggt. Das ist mir aber egal. Es sieht soweit sehr schön aus. Das gefällt mir alles. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass wir abwarten müssen, wie es denn aussieht mit Krieg. Sprich, ich weiß nicht, gegen wen wir Krieg haben werden. Ob wir auf Seite der, ob wir auf unserer eigenen Seite kämpfen werden oder auf Seite der Achse. Weiß ich nicht. Was haben wir jetzt noch verbessert? Pack verbessert, jawohl. Mexiko kann mir gestohlen bleiben. Was produzieren wir? Was ist bald fertig? Die ersten Divisionen sind bald fertig, jawohl. Brauchen 60 an Upgrades, okay. Dann wird wahrscheinlich auch hier unser Stuka-Geschwader verbessert, jawohl. Das braucht einfach viel Ressourcen. Uruguay möchte Douglas A26 Invader, sprich Zass, Kass, also ja, das ist in Ordnung. Ja, was können wir hier noch ein bisschen vernachlässigen? Gar nichts, das ist alles in Ordnung. Dann schauen wir nochmal, wie unsere Neutralität 31%, das ist in Ordnung. Ja, auf der anderen Seite möchte ich nochmal kurz was... was schauen, und zwar beim Deutschen. Diplomatie. Ne, nicht bei Diplomatie, bei Aufklärung. Sprich, Geheimdienste. Ja, Aufklärung. Wir haben bei den Deutschen momentan keinen einzigen Spion drin und ich denke mal, das macht auch keinen Sinn.
Ja, das macht echt keinen Sinn. Wir haben auch nirgends Spion, doch in Kuba haben wir Spione. Wow, in Kuba, ich bin beeindruckt. Okay, dann machen wir wieder ein bisschen schneller. Und dann, ja, müssen wir einfach warten, was passiert. Was anderes bleibt uns momentan sowieso nicht übrig. Und ja, 15. August sind die ersten Divisionen unseres Panzerkorps fertig. Und ja, mit Deutschen, wir haben mit Japan sogar noch ein paar Handelsbeziehungen. Ich werde nochmal schauen, ob der Japaner Kavallerie und Stützungswaffen, sehr schön. Das heißt, wir können das jetzt auch abbrechen. Und damit haben wir jetzt sogar Überfluss, das heißt, wir können noch was tacken. Und zwar können wir ziemlich genau mit 0,8 das dann tacken und ich würde da gern Fallschirmjägerausrüstung noch tacken. Dass wir das irgendwann auch haben, denn irgendwann werde ich dann auch mit Fallschirmjäger arbeiten. Andererseits möchte ich mit dem Japaner noch versuchen, mich mit dem gut zu stellen. Und zwar geht nicht. Öl verkaufen geht nicht. Ja, das ist es. Und Öl kaufen geht leider auch nicht. Das geht nicht. Ja, okay, ich gebe es auf. Also mit dem Japaner ist nicht zu schätzen. Ja, die Frage ist jetzt auch, was könnten wir noch Einsatzaktion verbessert. Sehr schön. Und unsere erste Armored Division fertig. Ich werde aber warten, bis sie alle fertig sind. Moment, die sind alle fertig. Jawohl, sehr schön. Die kommt dann hier hin. Und dann setzen wir die mal ein. Das sind 5 Stück, sehr schön. Die haben dann hier, das ist dann das leichte Panzerkorps kommt ebenfalls in die erste Armee. Und das leichte Panzerkorps wird jetzt dann mit Kommandeuren gefüttert, sozusagen. Wie Korpskommandeur den Simpson. Dann haben wir hier Skill 3, Skill 3, Skill 2, Schlitzohr von mir aus und dann haben wir dann noch hier auch Schlitzohr. Prinzipiell den Eisenhower werde ich vermutlich zuweisen dem der zweiten Armee. Erste Armee wird von Patton geführt, sehr schön und wie gesagt, Eisenhower wird da der zweiten Armee ja, zugeordnet, sozusagen. Und die Frage ist natürlich jetzt, Nachschub brauchen wir ein bisschen mehr, auch für unsere Panzer halt ein bisschen mehr. Das ist aber in Ordnung, wir können dafür ein Upgrade und ein ganz kleines bisschen runtergehen. Und ja, auf der anderen Seite können wir mal bei Politik schauen, aber da gibt es glaube ich nichts, was wir ändern können. Ja, sonst wird es auch angezeigt, das ist ja eigentlich logisch. Auf der anderen Seite ja, können wir wieder ein bisschen schneller machen und wieder schauen, was passiert. Ja, das ist natürlich nervig, dass der Brite uns dauernd versucht zu beeinflussen. Auch wenn das nicht viel ausmacht, aber es ist einfach nur ein Stück weit nervig. Wir haben auch hier bald ein paar Landungsboote fertiggestellt. Sehr schön. 29. August, das ist ja bald. Wir brauchen wieder mehr, weil wir da irgendwas getaggt haben. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Technologie, wie sieht es da jetzt aus? 36 von 35,8 Projekte, das ist in Ordnung. Und ja, was ist jetzt hier im Prinzip? Da warten wir auch ein bisschen, ein paar andere noch fertig sind, bis das dann ein bisschen mehr sind. Okay, das sind schon jetzt ein bisschen mehr. Die kommen dann auch irgendwo hier hin, wo noch frei ist. Da zum Beispiel nach San Francisco. Genau. Das ist dann die, die Landungsflotte, die bekommt irgendein Loser. Ist echt logisch. Was gibt's denn da für Loser? Ja, Skill 1 ist groß genug, der Loser.
Dann warten wir, bis die anderen noch fertig sind. Das sind noch 2 Stück. Und dann können wir schon mal anfangen, noch ein paar von denen bauen, von diesen Kampfschiffen. Kampfschiffen haben wir auch, dann bauen wir doch Kampfschiffe, und zwar 6 Stück. Und sind das jetzt Kampfschiffe oder Landungsschiffe? Bildung verbessert, und jetzt warte mal. Das sind Landungsboote, ist das die Landungsflotte? Jawohl. Und wir haben Bildung 27,4, das heißt, ich kann noch irgendwas taggen. Und ja, die Frage ist, ist es natürlich was? Ich würde sagen, Brückenausrüstung, das brauchen wir noch. Jetzt haben wir, ja, das ist in Ordnung. Aber wir können immer noch was. Ah, super geil. Vielleicht kleines Luftsuchradar. Das wäre noch ganz nett. Kann man das eigentlich noch bei Bomber machen? Ja. Das bringt aber jetzt momentan nichts. Auf der anderen Seite haben wir jetzt dann noch die Kiste. Und haben somit dann hier Italien siegreich gegen Griechenland. Oh, sehr schön. Auf jeden Fall haben wir jetzt in der Produktion noch ein paar Kampfschiffe. Das sind, glaube ich, so. Wir können ja mal schauen bei der Flotte, was bei den Kampfschiffen so ist. Die haben Verteidigung, bla bla bla. Oberflächenordnung haben die nix. Sichtweite, das brauche ich nicht. Transportfähigkeit 60. Das ist okay. Was gibt's denn hier noch rum? Positionierung, Nachschubverbrauch. Ah, hier gibt's noch was. Konvoiangriff, Seeangriff, bla bla bla. Küstenbombardement, ne, geben die keins. Also ich weiß nicht, aber irgendwie sind die trotzdem besser. Vermute ich jetzt einfach mal. Und ja, die werden hier gebaut. Dann Transporter werden als nächstes gebaut und noch ein einziges Landungsschiff. Ich warte, bis das Landungsschiff fertig ist. Das Landungsschiff ist fertig. Und dementsprechend kommt das Landungsschiff dann auch noch zu der Flottille hier. Das sind jetzt 5 Schiffe, das ist in Ordnung. Und hier weiter unten kommt dann meine Transportflotte hin. Das ist dann die erste Transportflotte. Genau, die erste Transportflotte wird auch in Kommando Pazifik eingeordnet, genau wie die Landungsflotte. Und die brauchen noch einen Kommandeur. Und zwar kriegt die auch einen Skill 1 normalen Kommandeur. Oh, unsere Manpower schießt nach oben, das ist schön. Dann können wir auch gleich einen Marine Corps bauen. Da muss ich jetzt auch mal ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen langsamer. Und zwar habe ich einen Marine Corps. Das Marine Corps beschert mir einen Flussangriff minus 20%. Wenn ich einen Pionier reinpacke, habe ich Flussangriff minus 15. Sehr schön. Die Marine-Infanteristen haben einen Dschungel-Arktis, einen amphibischen Angriff minus 20%. Mit einem Pionier amphibischer Angriff minus 22,5. Also das lohnt sich nicht so gut und die haben da mehr Dingsverbrauch, mehr Supply-Verbrauch. Aber es gibt hier mal ein Chor. Sehr schön. Und ja, das passt sogar. Da können wir sogar noch ein Chor bauen. Ein Chor noch. Und das reicht mir dann auch. Denn von der Manpower müssen wir aufpassen. Das reicht mir jetzt vorerst mal. Wir haben hier noch was zum Raussetzen. Und zwar noch einen Transporter. Der kommt hier hin. Und dann haben wir hier die erste Transportflottille. Ja, dann machen wir ein bisschen weiter. Es ist September 1940. Bisher habe ich zum Glück noch nichts vom Japaner gehört. Weißt du was? El Salvador, das akzeptiere ich einfach mal. Und wir haben auch irgendwann bald unsere zweiten Marines. Marinebomber meine ich. Vielleicht will der Japaner ja doch noch irgendwas. Vielleicht besinnt er sich ja noch. Oder wir können ihm was abluchsen. Na, das ist schade. Ich will kein Metall. Warte, da war doch gerade was, oder? Nein, da war nichts. Öl will er nicht. Ach so, ein Arschloch, ey. Ohne Witz. Wieso will... sehr schön. Ich hoffe mal, dass das was ausmacht. Jawohl. Immerhin sieht er uns nicht als größten Feind. Das ist schon mal positiv. Um das mal so zu sagen. Nachschub, das müsste eigentlich passen. Rumänien, das hätte ich zwar theoretisch annehmen können, aber... Ja, jetzt habe ich schon.
Das sieht eigentlich auch alles wunderschön aus, jawohl. Das wollte ich gar nicht. Versucht nicht länger uns zu beeinflussen. Nochmal ein Transporter. Jawohl, dann haben wir hier schon Lufttorpedo verbessert, Landwirtschaft verbessert. Oh, yeah, I see. 22,8, das ist nicht der Wahnsinn, aber es ist in Ordnung, sagen wir es mal so. In Europa mittlere Panzerbrigade, das heißt, wir können noch was tanken. Und zwar einfach mal bei mittlere Panzerbrigade da ein bisschen weiter. Ja. Und wir können im Prinzip noch was... Noch ein Transporter. Okay. Das reicht dann jetzt einmal mit Transporter. Genau. Noch ein Transporter. Ich glaube, Transporter habe ich jetzt echt genug. Jawohl, das reicht mir. Ist noch ein Transporter? Ne, jetzt nur noch Kampfschiffe und Marines. Sehr schön, da kann ich auch bei Produktion. Könnte ich zurückgehen, mache ich aber nicht, weil das andere brauche ich alles nicht. Ich mache lieber noch ein Schlachtschiff. 6 Schlachtschiffe. Ja, genau. 6 Schlachtschiffe. Ich habe gerade im Ernst 6 Schlachtschiffe in Auftrag gegeben. Ja, genau. Und dann noch ein paar schwere Kreuzer, 5 schwere Kreuzer. Genau, das, ja, ich habe ja genug Ressourcen. Also, ich bin ja der Amerikaner. Das ist ja leider so. Also, zum Glück meine ich jetzt. Ja. Also, ich meine, hallo, ich habe gerade 6 Schlachtschiffe und sage und schreibe. Okay, alles klar. Und sage und schreibe 4. Ne, 5, oder? Ja, ich glaube, 5 schwere Kreuzer in Auftrag gegeben. Einfach mal so. Aus der Portokasse finanziert. Naja, es wird hoffentlich das erste Mal, dass ich mir wünsche, dass das, diese Folge kein Krieg ist. Denn nächste Folge ist definitiv Krieg. Ich werde aber noch ein bisschen machen. Vielleicht bis Mitte 1942, dass es dann auch nächstes Mal wirklich Krieg gibt. So langsam wird es mir nämlich auch ein bisschen langweilig. Artillerie auf Selbstfahrerfette. Das können wir auch mal machen. Genau. Ja, das passt. Mittlere Panzerkanone, das sollte eigentlich als erstes kommen. Und dann können wir das auch wieder zumachen. Schweden brauche ich nichts. Die können selber ihr, was weiß ich, was auch immer, fressen. Leichte Panzerkanone verbessert, sehr schön. Da brauchen wir aber wahrscheinlich noch ein bisschen Produktion. Ne, gar nicht mal. Wahl 1940, da können wir dann, ja, das passt. Kann man eh nichts ändern. Müssen wir so hinnehmen, wie es ist. Das nehmen wir einfach mal an, weil Geld können wir gebrauchen. Ist ja auch nicht viel, aber die sollen ruhig ihren Streit machen, ein bisschen ausbauen, das ist in Ordnung. Und ja, was ich jetzt gerne nochmal wissen möchte, ist im Prinzip, was alles verbessert wird. Okay, durchgehend alles, das ist sehr schön und ist auch bald fertig. Typische Kampfausrüstung. Oh yeah. Das heißt, bei Technologie, wir haben jetzt 38 von 37, das ist sehr schön. Das heißt auch, dass oben bald die Artillerie, ja, März 1941, das dauert noch ein bisschen, okay. Aber amphibische Kampfausrüstung ist fertiggestellt, das freut mich. Das hört man doch gerne. Damit sind die Marines, wenn sie denn mal aufgestellt sind, noch ein ganzes Stück stärker. Das 1. Infanteriekorps und das Special Forces stehen auch bereit, in Kanada einzumarschieren. Rumänien werde ich jetzt mal freundlichkeitshalber, die wollen auch was von uns, das passt. Wie sieht's hier aus? Noch alles im Futter, jawohl. Da können wir nochmal dem Japaner was anbieten. Für mich ist auch sinnlose Sachen wie Energie kaufen. Will aber nicht. Jawohl. Ja, es pendelt sich langsam wieder ein, was das Spiel angeht. Also ich meine jetzt zumindest, dass wir langsam aber sicher den Japaner wieder mit Handelsbeziehungen locken, sag ich mal, dass er nicht mehr so sauer auf uns ist. Dass er uns als Partner ansieht und nicht mehr als Gegner. Und wir sehen, dass 40 ist momentan die Beziehung mit Deutschland, sage und schreibe 147. Das ist sehr schön. Und wie sieht es aus mit unserer immer noch 31%, das ist schade. Gebot Handelsab, wir wollen Fraktion beitreten, 31,29, okay. Und was ist fertiggestellt? Oh, sehr schön.
Und Artillerie verbessert. Das geht jetzt alles fix. Leichte Panzer verbessert. Brauchen wir ein bisschen mehr. Jawohl, 43 wieder. Nachschub brauchen wir auch ein bisschen mehr. Das ist aber auch alles noch im Rahmen. Und dann werden wir definitiv unsere Marinebomber da einsetzen. Und das kommt dann auch nach Guam. Da ist Guam. Aufklärer, McDonald, warum nicht? Und wir haben hier das erste Marine-Bomber, genau, die Bomber, die sind ganz bekannt. So, jetzt haben wir das erste Marine-Bomber-Kommando und das zweite Marine-Bomber-Kommando. Krasse Namen hier, allerdings überlege ich mir gerade, wir haben hier Garnison und Infanterie. Das ist in Ordnung. Da ich aber, ich weiß nicht, ob ich gegen Japaner kämpfe, ich habe jetzt hier auf Guam stationiert, das hier, ich werde nochmal ein paar Divisionen bauen, nur um sicher zu gehen, und zwar wären das Garnison und Pionier. Davon zwei Stück, und die kommen dann auch noch entsprechend nach Guam, um einfach dafür Sicherheit zu sorgen. Dass da nichts schief geht, ist schlicht und ergreifend. Ja, Pack und so weiter immer verbessert. Ich gönne mir jetzt noch einen Infanteriekorps gegen Panzer. Sprich Infanterie. Und dann noch eine Panzerabwehr. Davon 5. Genau. Gönne ich mir noch eins, dann werde ich jetzt dann dafür nichts mehr bauen. Die nächste Zeit, weil meine Industrie jetzt wieder voll ausgelastet ist. Und das passt dann soweit ganz gut. Ja, Dezember 1940. Zum Glück greifen uns die Japaner, wenn schon, dann schon. Erst 1941. Oh, was ist da? Rede vorbereiten. Minus 1 Zusammenhalt. Unmut verringert und um 1 ist doch in Ordnung. Leichte Panzer verbessert. Was haben wir jetzt übrigens für eine Tech, für einen Tech bei leichte Panzer? Oh, sehr schön. Ich würde sagen, dass wir das alles mal abbrechen. Und noch den Motor weiter tacken. Dafür gehen wir auf Panzerung. Und das. Und das. Oh. 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 Geil. Erstmal gucken, was passiert. Massenangriff. Oh. Kontrolle Grönlands und Islands. Neue Kernprovinz. Ah, jawoll! Leih- und Pachtgesetze, was ist das? Beziehung mit Großbritannien ändert sich um 10. USA verliedert. USA, Großland für zum Ereignis, das Länder für zum Ereignis. Aber wir verlieren Neutralität und das ist alles das Wichtigste. Und damit haben wir jetzt eine Beziehung zu Deutschland von immer noch 132. Japan 10. Okay, Japan, das war definitiv schlecht. Jawohl, das pushen wir wieder. Entgegensteuern sozusagen. Das lese ich jetzt mal kurz nach dem deutschen Einmarsch in Dänemark. Und von uns wird sich besetzt, britisch Reichsgebiet für umgehend Island nach einer möglichen deutschen Invasion dagegen zurückgekommen. Dann hielt diese wenigen Truppen und Anfang an einfach sich, dass die USA besser zum Schutz Island geeignet wären. Während des Sommers besetzten amerikanische Truppen sowohl Grönland, bla bla bla. Lein-Park-Gesetz. Lein-Park-Gesetz waren Vereinbarungen Nationen, deren Verteidigung für die USA während des Zweiten Weltkriegs von höchster Bedeutung waren. Bla bla bla, Nachschub und so, das ist in Ordnung. Japan, Handelsabkommen. Damit habe ich jetzt doch theoretisch hier. Ja, das ist doch cool. Ich find's geil. Das ist doch britische Garnisonstruppe. Ja, das ist doch leider notgeil. Also ich find's lustig, Jungs. Geil. Sorry für diese komischen Laute, aber. Boah, ja, Baby, let's fets, unverkündbare Krieg, fast so schön wie mein Plan, der heißt unvermeidbare Krieg. Ah, 27, ah, sorry, ich flippe aus, ich kann gleich die Angst um meinen Tritt.
Alter, der abonniert mich jetzt nicht wegen dem Ausflipper. Vielleicht findet er es ja lustig. Ich hoffe mal, dass er das lustig findet, aber ich meine, ich kann gleich der Achse beitreten. Wie geil ist das denn? Und ihr hört im Hintergrund, das passt doch, die Musik. I love it. I love it. Und wir haben auch die erste Kampfflotte. Kampflandungsflotte. Ah, jetzt bin ich zum Glück noch nicht heißer, aber bald. Das muss ich mich ein bisschen zurücknehmen, würde ich mal sagen. Okay, dann würde ich sagen Kampfschiffe. Ich würde das Ganze gerne mal da runter tun. Also auch da umstationieren, schlicht und greifend, weil ich da meine Marines dann aufstellen werde. Und ja, jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, die Neutralität ein bisschen zu senken. Und dann kann ich der Achse beitreten. Und Jungs und Mädels, wie geil ist das denn? Ah, diese Kampagne ist einfach nur der Wahnsinn. Und zwar, wenn ich sage der Wahnsinn, dann meine ich auch der Wahnsinn. Okay, es ist jetzt Januar 1941 und wir treten bald der Achse bei. Und ich würde sagen, dass ich mich dann, dass ich diese Kampagne jetzt beende. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch alles Gute und sag dann ciao, ciao.